Hallo, heute geht's weiter mit dem Story-Modus. Kurze Information, als ich das Kapitel gespielt habe, war gerade ein Update, deshalb musste ich offline spielen. Ich bekam meine Belohnungen dann im Anschluss nach dem Update. Fangen wir an. 2 Aftermath. Part 2. Aftermath. Visions of Empire. Visionen eines Reiches. Abgelegte Maske. Sinne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ich bin ein Narr. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht. Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Liu Kang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Liu Kang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen? Wir brauchen jeden Vorteil. Was führt Sindel im Schilde mit Shang Tsung? Das ist die Frage. Ich habe letztens nämlich noch kurz... Ihr habt es sicher in der letzten Folge gesehen. Am Ende. Wie es scheint, genießt ihr eure Reisen wohl sehr. Wurdest bereits schon einmal besiegt, Chroniker. Natürlich, Fujin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eure Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Chroniker. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgte. Und dafür Seelen gesammelt hat. Shang Tsung ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Shang Tsung? Weder noch, Chroniker. Du wirst besiegt. Und wenn Shang Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. Der lacht immer so falsch. Shang Tsung. Das kenne ich von Teil 1. Das waren ihre letzten Worte. Fast ihre letzten Worte. Gegen Liu Kang. Du bist verwundbar, Chroniker. Schau's auch immer aus. Irgendwie auf der Krone.
Jin kann gar nicht mit dem Haus sehen. Er ist ein Gott. Raiden würde ihn eh am liebsten gleich zerlegen. Ich erkläre dir ihre Funktion. Töte ihn jetzt. Kronika kam her, um die Krone zu holen. Bevor wir verrät. Haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Kronikas Insel. Für was braucht die Schenkung überhaupt? Wir treffen uns auf Kronikas Insel. Diese Narren glauben sich dem Sieg nahe. Ihre Überheblichkeit wird ihr Verhängnis. Wie traurig. Meine Tochter gibt ihrer Sentimentalität nach. Visionen eines Reiches. Sindel. Sindel. Wohl kaum. Ketana umwirbt einen Bauern und gehorcht dem Donnergott. Sie könnte keine größere Enttäuschung sein. Wer hätte das gedacht? Tochter. Die mein Insel. Gott. Komm rechtzeitig. Jetzt weiß Ein ich auch, ewiges warum Reich erwartet dich. Du böse Mama genannt wirst. Ihr wollt Kitanas böse Mama wieder wecken. Ja, ja. Herein. Ketana Khan. Sei nicht so formell, Mutter. Du bist Khan, Ketana. Fordere die Achtung deiner Untertanen. Auch meine. Oh, ich werde dich stets gern begrüßen. Und ich dich stets gern besuchen. Unser Bataillon bricht zur Blutsee auf. Königin Shiva und die Shokan folgen als Nachhut. Darf ich um etwas bitten? Mutter, du musst nicht. Sprich dich aus. Shiva, Königin Shiva, riskierte alles, um mich zu wecken. Die Ehre gebietet, dass ich mit ihr in den Kampf ziehe. Ja, das stimmt. Und die Geste der Loyalität wird die Moral der Shokan heben. Danke, Ketana Khan. Sie hat die Augen offen. Sie kann nicht mal ihre eigene Tochter umarmen, weil sie weiß, wie falsch sie ist. Böse Mama. Ui. Jetzt sag nicht. Den schnell. Da kommt jemand. Ich weiß nicht, wann es genug ist. Erledigen wir ihn. Zu spät. Wird deine Wunden heilen. Dann bestrafen wir Ketana und nehmen uns den Thron. Oh. Imperatorin? Habe ich mich verhört?
Du würdest deine eigene Tochter verraten? Sie kommt nach ihrem Vater, Shiva. Jared war ein schwacher König. Und Kitana ist ein schwacher Khan. Schwach? Sie besiegte Shao Kahn. Aber sie konnte ihn nicht töten. Das ist ihre Lektion. Vernichte deinen Feind, sonst steht er wieder aus. Der wäre jetzt irgendwie eh gestorben. Jetzt gibt es bessere Wege anzuführen. Jetzt muss ich kämpfen mit Sindel? Nein, aber nicht wirklich. Ja, gib's mir. Ich mag nicht mit Sindel kämpfen. Das ist böse. Tut mir leid, Shiva. Ich muss gegen dich kämpfen. Was soll ich machen? Blocken? Tritt auf mich drauf. Ja, gib's mir. Und nochmal. Vor die Kante. Ja, Urschreien. Hol mich runter. Ich kann nämlich nicht. Oh, ich kann doch runter irgendwie. Aber hab's noch nicht rausbekommen. Geh, gib's mir. Komm, das ist böse. Was ich da gerade mache. Ja, ich habe mit Sindel schon öfters gekämpft, aber ich will nicht kämpfen. Ich möchte, dass Shiva gewinnt. Nur, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen mit der Story. Also muss ich gewinnen, wahrscheinlich. Es bleibt mir nichts anderes über. Komm, tritt drauf auf mich und gib's mir lieber. Genau, so habe ich das gemeint. Leider. Ich muss. Und jetzt muss ich schnell sein. Leider. Tut mir Götter, leid. Älteste, zittern vor mir, Shiva. Welche Hoffnung hast du? Shiva hat dir geholfen. Ohne ihr wärst du nicht am Leben. Kitana ermordete eure Shokan-Brüder. Kitana? Shiva trotzte ihr und erlitt diese Strafe. Boah. Schwört eure Treue und dann werde ich sie rächen. Das ist wirklich eine böse Mama. Glaubt doch nicht wirklich, dass sie mit Shang Tsung zusammenarbeiten kann. Oh mein Gott. Sie liebt Shao Kahn. Ich habe dich vermisst. Mehr als ihre eigene Tochter. Wenn Quan Chi hier wäre, würde ich ihn beim Fuß nehmen und zweiteilen. Für all die Zeit, die er uns genommen hat. Bald haben wir das Stundenglas. Die Ewigkeit wird unser Reich sein. Wir werden alle Zeit der Welt haben. Hm.
Sindel, kommt mit mir. Kronika sucht nach euch. Kronika? Wo war sie, als Kitana meinen Thron gestohlen hat? Sie soll an ihren leeren Versprechen ersticken. Schau, Kahn, nehmen wir mal einen Schau. Gestatte mir die Ehre, Gatt. Ich werde zusehen, wie du ihn bestrafst. Deine Schöpferin lässt dich sterben, beim Auswählen. Egal. Wie sie es schon unzählige Male zuließ. Und mit jedem Mal nähert sich ihr Entwurf der Perfektion. Bei Geras, da darf ich wenigstens kämpfen. Blockt aber ganz schön ab. Überhaupt, wenn ich mit die Haare greifen will, das funktioniert nicht bei ihm. Ja, das will ich auch. Du kriegst es jetzt im unteren Bereich. Das ist schon gemein. Jetzt sollte ich etwas kämpfen. Das reicht. Aber jetzt. Ich bekomme nur keine Belohnungen, weil ich offline bin. Es ist gerade ein Update reingekommen und ich wollte nicht warten. Die sollte ich mir dann im Anschluss abholen können, die Belohnungen. Sindel war anscheinend immer schon so. Die Geschichten über sie. Jetzt bedroht uns Shao Kahn. Vielleicht sollten wir die Flotte senden. Nein. Shao Kahn und Sindel haben uns ungewollt einen Vorteil verschafft. Ihre Armee wird gegen die von Raiden um die Krone kämpfen. Und sie beide schwächen. Was übrig bleibt, zerschmettern wir mit Leichtigkeit. Die Krone wird wieder mir gehören. Und damit beginnt die neue Ära. Cassie. Commander Cage meldet sich zum Dienst, Sir. Ich meine, Man. Wow, 90s Dead. Du hast schon eine Schusswunde zu viel.
Bin wieder heil, Cassie. Raiden hat mich mit seinen Donnerhänden massiert. Wo wir dabei sind, wo ist denn Mama Bär? Da drüben und wartet auf Shiva, aber wir laufen in 5 Minuten aus. Wo sind sie? Naja, die werden nicht kommen. Also Shiva wird nicht kommen. Nein, jetzt sag nicht gegen Cassie. Geht das nach Geschlecht oder ist das sexistisch? Klappe und versuch nicht zu sterben. Genug geschwätzt, Narren. Ihr werdet gefälligst dem Reich dienen. Zwing uns, du autoritäres Arschloch. Sindel? Sindel. Ich will sie. Ja, ein furchtloser Gladiator wie du wäre gut für unsere Arena. Bis du stirbst, versteht sich. Mutter sagte immer, dass der Tod jedem zulächelt. Doch die Blade-Frauen, wir lächeln zurück. Cool. Coole Antwort, Cassie. Und jetzt gibst du Xindor. Dem Xindor. Genau, so gehört sie es, Cassie. Gib's ihr. Ich komme eh nicht zu einem Schlag. Passt schon. So gehört sie es. Ein bisschen zu früh. Sindel. Du wirst sterben. Ich hoffe, bei Cassie. Das ist meine Cassie. Leider, Cassie. Es tut mir leid. Wenn ich sterbe, dann geht die Story nicht weiter. Ich muss kämpfen mit dem Xindor. Gib's ihr, ja. Wenigstens zeigt Cassie, was du kannst. Genau. Um die Seite zu wechseln, für das ist das gut. Und jetzt muss ich blocken und hier ein Erzfeld zu machen. Kommt immer noch etwas. Ich kann ihn nicht machen. Nein, anscheinend nicht. Aber ist egal. Gegen Cassie kämpfe ich gerne. Noch eine dritte Runde, weil ich möchte nicht, dass Cassie verliert. Jetzt muss ich aber leider. Cassie, tut mir leid.
tut mir leid. Tut mir leid, Cassie. Oh, das muss wehgetan haben. Ja, das hat auch wehgetan. Immer das in der Luft. Das ist so ein Blödsinn. Das tut mir leid. Kein Lächeln mehr auf Lager, was? Der alte Mann ist untröstlich. Wozu um Schwächlinge weinen? Diese Frauen sind mutiger und stärker als 50 von euch zusammen. Das stimmt. Okay, Idioten. Keine Witze, keine Spielchen, nur Combat. Ihr wollt Ärger? Ihr kriegt Ärger. Shao Kahn, Shao Kahn, Shao Kahn, Shao Kahn. Wie viele seiner Knochen soll ich für dich brechen, Frau? Muss man mit Shao Kahn auch kämpfen. Zweimal warst du beim Turnier und hast zweimal verloren. Aber ich will ja gar nicht. Dass ich dich als Herausforderer sah, irritiert mich. Folgt. Na, da gibt es jeder Johnny Cage. Die Außenwirkung. Red nicht, kämpf lieber. Lacht noch während des Kampfes. Und das ist ja nicht lustig. Ja, schau, Kahn, du. Mit deinem Hammer. Er redet mitten im Kampf. Na klar kriegt er dann eine ab. Das ist Shao Kahn, der Dodo. Schau schon wieder. Es tut mir leid. Mehr kannst du nicht. Nein. Jetzt gefangen. Ja, super. Raiden und Fujin gingen voraus, um die Insel zu stürmen. Aber wir verloren den Kontakt zur Nachhut. Zu Commander Cage und den Spezialeinheiten. Königin Shiva und den Shokan. Und
zu Mutter. Ich spreche nur aus, was wir alle denken. Sie hat uns nicht verraten. Ziehen wir keine schnellen Schlüsse. Da! Sind das die Spezialeinheiten? Nein. Verflucht seist du, Mutter! Ja. Deine böse Mama. Tötet euch einfach. Und natürlich erfreut sich Kronika. Hat sie weniger Arbeit. Kitana versteckt sich doch nicht. Niemand versteckt sich, Shao Kahn. Nicht nach deiner kleinen Niederlage im Kolosseum. Das gehört mir, Sindel. Hol's dir. Ich hoffe, du hast mehr als das für den Erben des großen Kung Lao. Oh, dann nehmen wir Shao Kahn, würde ich sagen, Shao Kahn. Er und ich haben noch was zu klären. Ja, weil die zwei haben anscheinend noch was zu klären, genau. Schade, dass die Zeitschmelze das Turnier unterbrach. Ich wollte dir gerade das Genick brechen. Warum? Hattest du Angst, mir in die Augen zu sehen? Ich fürchte nichts, Mönch. Fight! So falsch. Der Shao Kahn, und ich muss mit dem kämpfen. Und dann redet er auch noch immer so blöd. Und kriegt dann immer eine aufs Maul. Naja, da. Schon wieder. Er redet schon wieder. Das ist nicht geheim. Und dann kriegt er eine Small. Also ich kämpfe mit Shao Kahn nicht mehr. Das war's. Schon wieder. Der redet anstatt zu kämpfen. Jetzt macht er mal was. Ach, dann noch einmal. Das ist eine. Ja, falsch. Im verkehrten Zeitpunkt. Es tut mir leid, Kuno. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte, dass die Story weitergeht. Ui! Ich hätte jetzt nicht auf den Block gehen dürfen. Er hat eine zweite Chance. Warum fliegt Kung Lao einfach um? Ja, das war's. Kung Lao, tut mir leid. Ich dachte, da bleibt was über. Der redet schon wieder zu viel, der Shao Kahn.
schon wieder und jetzt lacht er. Ja, wir wissen es eh, dass du der Beste bist. Jetzt kämpfe mal ein bisschen, ja? Und nicht nur lachen und reden. Schon wieder. Redet nur. Tut mir leid, Kulau. Nicht. Sag mal, lehrten deine Meister dich das Schwimmen? Komm, Kitana wartet. Kotal Kahn, gib's ihm! Und Shao Kahn, gib's ihm! Und schon wieder. Shit! Bitte, Mutter, mit welchem Zauber hat Shao Kahn dich diesmal belegt? Naives Mädchen, deine Mutter ist nicht verhext. Das war sie nie. Sie hatte einen Mann, ein Königreich, und du hast beides genommen. Oh, Kitana. Mein erster Ehemann, dein Vater, war ein Narr. Jared glaubte, dass wir nicht besser wären als das Volk. Er verzichtete auf die Privilegien unseres Throns. Er gab unsere Macht auf, unsere göttlichen Rechte. Edenia wurde schwach und verwundbar. Dann kam Shao Kahn, nutzte seine Macht, nahm, was ihm zustand. Ein Mann, der sich seiner Privilegien nicht schämte und schwor, meine zu schützen. Ich hatte meine wahre Liebe gefunden. Um unseren Bund zu segnen, tötete ich Jared für ihn. Puh. Du liebst Shao Kahn mehr als deine eigene Tochter? Lass die Frauen in Ruhe, Auserwählter. Das stimmt. Du schuldest mir den Combat. Was? Na, Sindel macht das. Wärst du so tot geblieben? Bitte, das verletzt mich, Tochter. Ich bin bereit, viel Schlimmeres zu tun. Folgt. Weil Sindel gegen ihre eigene Tochter, das ist heftig, ja. Kitana ist zum Glück eh stark. Gib's ihr. Kitana, gib's deiner Mutter. Zeig ihr, was du kannst. Hol sie mal da runter. Leider muss ich kämpfen, weil sonst geht die Geschichte jetzt nicht mehr weiter. Ich habe schon ausgetestet, das geht leider nicht. Ich muss gewinnen. Ja, gib's deiner Mutter wenigstens noch. So gehört sie's. Das ist dein versaut, Sindel.
verbeuge dich jetzt auf einmal. Boah, hast du dich vor Kitana verbeugt. Geh Kitana! Zeig deiner Mutter wenigstens noch etwas. Genau, gib's ihr. Die schreit schon wieder. Autsch. Lerne oder werde bestraft, Kind. Lerne oder werde bestraft. So? Lernst du deiner Tochter? Sie hat die Außenwelt verraten. Sie hat mit Raiden konspiriert, um euch zu täuschen. Er will Kronikas Macht. Warum? Um das Reich zu zerstören. Alle, die Kitana gefolgt sind, sind Teil ihres Verrats. Euer Urteil lautet Tod. Aber wir werden jetzt Milde gewähren und Reichtum in der neuen Ära. Allen, die Kitana entsagen und unter unserem Kommando kämpfen. Nein. Ran an die Ruder. Wir müssen einen Kampf gewinnen. Für die neue Ära. Ihr traut euch nicht, euch zu erheben. Oh je. Au. Kitana werden wir in Ketten legen. Sie soll die Qual der Niederlage spüren. Und was wird aus ihm? Kapitel 17 Schachmatt Sheng Tsung. Es geht weiter spannend in der nächsten Folge. War genug für heute. Also ich muss echt sagen, es hat mir echt wehgetan, mit Sindel oder Shao Kahn zu kämpfen. Überhaupt gegen Cassie oder Kitana. Das ja, war genug für heute. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß beim Spielen. Tschüss.